Willkommen zu einer neuen Episode aus unserer Reihe Paranormale Erlebnisse User berichten. Hierbei geben wir Geschichten und Erlebnisse von Usern wieder, die etwas Paranormales oder etwas Ähnliches erlebt haben. Dies ist eine der Geschichten. Alles fing am 27.03.2021 an, als unser Haus brannte. Alle mussten so schnell wie möglich heraus. Ein fremder Mann und ich haben meinen schwerbehinderten Bruder herausgebracht. Mein Bruder, mein Freund, mein Sohn sowie ich wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, da wir Rauch eingeatmet hatten. Die Sauerstoffsättigung war aber bei allen okay. Im Krankenhaus ging es meinem Bruder noch gut, er lachte und flirtete mit der Krankenschwester. Dadurch, dass wir alle keine Unterkunft hatten, sollte mein Bruder vorübergehend im Krankenhaus bleiben. Normal ist er es gewohnt gewesen, dass einer von uns, meine Mutter oder ich, bei ihm blieben. Corona-bedingt mussten wir ihn aber alleine lassen, was für uns sehr schlimm war. Sein Zustand verschlechterte sich jedoch dann von Tag zu Tag. Nicht zu ihm zu dürfen, war ein Albtraum für uns. Ich habe den Chefarzt angebettelt, dass sie mich für mindestens 10 Minuten zu ihm lassen. Aber nein, man bekam immer merkwürdige Nachrichten. Erst hieß es, sein Zustand verbesserte sich, und dann plötzlich hieß es, er kommt auf die Intensiv, er soll eine Lungenentzündung entwickelt haben. Dann auf einmal wurde er ins künstliche Koma gelegt und musste beatmet werden. Ich rief jeden Tag im Krankenhaus an, um zu fragen, wie es ihm geht. Am Abend des 3.3.2021 gegen 20 Uhr sagte man mir, ich könnte den Arzt nicht sprechen. Der wäre bei einem Notfall. Ich habe gebetet, dass es nicht mein Bruder ist. In der Nacht vom 3.3. auf den 4.3.2021 bekamen wir dann den schrecklichen Anruf. Wann können Sie hier sein? Hieß es am Telefon. Wir sollten uns von ihm verabschieden und dürfen ins Krankenhaus kommen. Ich bin voller Tränen zusammen mit meinen Eltern in die Klinik gefahren. So schnell bin ich noch nie gefahren. Mein Vater schrie hinten, ich solle langsamer fahren, aber das war mir egal. Ich wollte so schnell wie möglich in die Klinik. Auf der Intensivstation erfuhren wir, dass mein Bruder bereits verstorben ist. Wir wurden von dem Arzt ins Zimmer gebracht. Als erstes ging mein Vater in den Raum, dann meine Mutter und dann wollte ich, aber ich kam nicht rein. Die Tür stand offen und ich sah meinen Bruder dort liegen. Aber es war, als wenn ich gegen eine Wand lief. Ich musste rückwärts wieder raus und brach im Flur zusammen. Eine Schwester kam angerannt und fragte, ob alles okay sei. Ich meinte zu ihr, dass ich da jetzt nicht rein kann. Das ging nicht. Ich saß also da, weinte und kam gar nicht klar. Ich versuchte es nach circa 5 Minuten nochmals und kam dann rein. Ich saß rechts neben dem Bett, meine Mutter links und mein Vater neben meiner Mutter. Meine Mutter ist normal eine Person, die völlig eskaliert, wenn was mit Janni ist. Sie war ruhig, weinte nicht einmal. Wir strichen ihm übers Haar, über die Backen. Er war so kalt, seine Augen halb geöffnet. Meine Mutter flüsterte ihm ins Ohr, Janni, mach die Augen zu. Und in dem Moment schloss er die Augen. Dabei war er bereits tot. Ich hob seinen Kopf und gab ihm einen Kuss, flüsterte ihn ins Ohr, verzeih mir, dass ich nicht bei dir sein konnte, verzeih mir bitte. Ich war die Einzige, die schrecklich geweint hat und nach meinen Worten völlig ruhig, als wenn er mich beruhigt hätte. Nach circa einer Stunde sind wir nach Hause gefahren. Ich saß auf dem Sofa, völlig neben mir. Mein Hund saß auf der Fensterbank, mit Blick zu mir. Er starrte mich einfach nur an und bewegte sich kein Stück. Ich bekam Angstzustände und habe mich bei sämtlichen Sachen erschrocken. Am Montag, den 15.03., musste ich wieder zur Arbeit. Ich fahre nachts Zeitungen und Briefe aus. Somit ließ ich mir beim Arzt pflanzliche Beruhigungsmittel geben. Normal gehe ich selten zum Arzt. Aber ich hatte schon Angst vor mir selber. Am 16.03. war die Beerdigung. Vorab wurden mit dem Pastor Gespräche geführt. Er wollte wissen, wie mein Bruder so war. Wir erzählten ihm also, was für ein toller Mensch er war, trotz dessen, dass er behindert war und immer glücklich war und jeden Tag lachte sowie uns Freude bereitete. Am 16.03. sind wir dann in die Kirche. Wir öffneten die Tür und sahen etwas, was unmöglich erschien. Seine blaue Urne mit Mond und Sternen drauf, er strahlte im vollen Glanz, als schien sie so fröhlich, so wie er eben immer war. Die Sonne schien durchs Fenster direkt auf die Urne. Der Anblick war unglaublich schön, auch wenn der Grund
dort zu sein, einfach der traurigste denn je war. Die Trauerrede war ebenfalls wunderschön und das Abschlusslied Andreas Gabalier hinterm Horizont passte perfekt. Die Bestatterin nahm die Urne und übergab sie mir. Ich wollte den letzten Weg mit meinem Bruder, den viele Jahre ich mit meiner Mutter gepflegt habe, den ich über alles geliebt habe, zusammengehen. Darauf bestand ich. So hielt ich diese Urne voller Tränen im Gesicht und ging den letzten Weg bis zum Grab, wo ich sie herabließ. Wir warfen Rosen hinein und sind dann auch gegangen. Später sind wir aber nochmal hin, weil mein Bruder meinte, er habe eine Kerze aufgestellt. Ich machte Bilder, 4 Stück. Eines dieser Bilder wirkte, als wenn von oben ein Zeichen kam. Normal ist sein Grab schattig, aber auf dem Bild sind Strahlen von oben, welche genau aufs Grab scheinen. Sie fangen rechts am Kranz an und enden exakt links am Kranz. Aufgefallen ist mir das erst zu Hause, als ich mir die Bilder ansah und sie dann meiner Mutter zeigte. Dieses eine Bild ist einfach der Wahnsinn. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber als ich nachts wieder losgefahren bin zum Arbeiten, begleitete mich mein Sohn. Mein Freund war ebenfalls zur Arbeit, er ist Kurierfahrer nachts. Kein Mensch war zu Hause. Ich habe in der Küche eine Kamera installiert, welche mir ebenfalls den Flur anzeigt. Circa gegen 2.30 Uhr in der Nacht, wir waren bei der Hälfte von meinem Bezirk, sahen wir über das Handy, wie im Flur das Licht ständig an- und ausging. Man hörte das Klacken der Kamera, wie sie vom Nachtsichtmodus in den normalen Modus wechselte. Ständig an- und aus. Mein Sohn fragte mich, ob Markus mein Freund zu Hause sei, aber nein, war er nicht. Ich rief ihn aber zur Sicherheit an. Er war nicht zu Hause, sondern noch unterwegs. Gute 10 Minuten ging das Licht an und aus und an und aus. Wir saßen mit offenen Mündern vor dem Bildschirm meines Handys, bis es aufhörte und das Licht einfach anblieb. Ich kam nach Hause und das Licht war immer noch an. Dieses Erlebnis war einfach unglaublich, denn es war keiner da, der den Lichtschalter hätte betätigen können. Dieser Vorfall kam auch nur dieses eine Mal vor. Seitdem habe ich zwar eine Speicherkarte in der Kamera, aber bisher ist das nicht noch einmal vorgekommen. Mittlerweile glaube ich, dass mein Bruder mir damit sagen wollte, mach dir keine Sorgen, mir geht es gut. Auch die Strahlen auf seinem Grab, sie können Zufall sein, ja. Das Bild seht ihr hier auf dem Bildschirm, so dass sich jeder das Bild anschauen kann. Jeden Mittwoch besuche ich sein Grab. Freitags nochmals zusammen mit meiner Mutter, um neue Blumen zu bringen. Jedes Mal, wenn wir dort sind, haben wir ein total beruhigendes Gefühl, wenn wir wieder nach Hause fahren. Für mich hat mein Bruder uns gezeigt, dass wir uns keine Sorgen um ihn machen brauchen. Wir vermissen ihn dennoch alle sehr schrecklich und wissen, dass es ihm dort, wo er jetzt ist, gut geht. Ich danke euch für das Zuhören meines Erlebnisses.